So, wir beginnen mit dem Weißgürtel-Prüfungsprogramm. Das ist ein spezielles Prüfungsprogramm. In manchen Karateschulen darf man, sobald man mit Karate beginnt, sich den weißen Gürtel umbinden. In meiner Schule, Karate Doktrin, geht es darum, dass ihr den Weißgürtel erst später bekommt, aus folgendem Grund. Ich möchte, dass ihr die Regeln des Karate schon kennt und ein paar Grundtechniken und dass ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr sagt, ja, ich will hier in Karate Doktrin Karate trainieren. Ich möchte euch ganz kurz die Theorie und die Grundregeln erklären in diesem Video, dass ihr wissen müsst, also verstanden haben sollt, im Sinne, nicht wortwörtlich, sondern den Sinn hinter diesen Worten auch verstanden haben sollt, um den Weißgürtel dann tragen zu dürfen und auch tragen zu wollen. Weil mit dem Weißgurt sich umzubinden oder einen höheren Gürtel, geht ihr auch das Versprechen ein, von eurer Seite euch an die Regeln des Karate Doprin, des Karate Dojo, die Schule in Karate Doprin, euch an diese Regeln zu halten. Also überlegt euch auch, ob ihr diese Regeln einhalten wollt. Ob ich jetzt in diesen 5 Minuten alle Regeln erklären kann, das weiß ich nicht. Im Training wird auch noch einiges immer wieder erklärt, von dem her natürlich nicht nur mit diesem Video lernen. Grundsätzlich, wenn ihr Karate trainiert, wisst ihr, wie man den Dojo betritt und wie man ihn verlässt. Wenn ihr an der Tür den Dojo aufmacht, kommt ihr herein, verbeugt euch an der Tür, Respekt dem Raum gegenüber, Dankbarkeit, dass man einen ordentlichen, sauberen Raum hat, an dem man trainieren kann und an dem man sich mit anderen unterstützend entwickeln darf. Dann betretet ihr den Raum, kommt zum Lehrer, zu den Helfern, zu den Assistenten und begrüßt die Lehrer, Helfer, Assistenten. Und danach begrüßt ihr natürlich eure Kohai, eure Mitübenden, eure Mitschüler, mit denen ihr trainiert. Dann beginnt das Training so, pünktlich, dass ihr euch in einer Linie aufstellt. Ganz vorne steht der Lehrer, der Trainer, der Senpai, der Helfer. Von euch aus gesehen ganz rechts steht der höchste Gürtel in einer Linie. Der Reihe nach stellt ihr euch auf. Von euch aus gesehen ganz links steht der niedrigste Gürtel. Ihr reiht euch mit eurer Gürtelfarbe in der richtigen Stelle ein. Dann geht es um die richtige Verbeugung. Die Fersen berühren sich, die Zehen schauen auseinander, die Hände sind offen, liegen neben dem Körper. Ihr verbeugt euch mit dem Blick zu denjenigen, zu dem ihr euch verbeugt. Rei. Ihr sorgt dafür, dass ihr euch mindestens so tief wie euer Lehrer verbeugt und mindestens so lange wie euer Lehrer. Yoidachi, die Bärenstellung. Das ist die Begrüßung im Karate in einer Linie. Dann folgt das Abknie-Ritual, das Abknie. Das Sitzen im Sesa. Also die Fersen zusammen. Rei, Bus. Sesa. Das ist das Kommando, das ihr abkniet. Zu eurer Rechten beginnen die höchsten Gürtel abzuknien. Wenn ihr in der Reihe seid, wie Dominosteine, beginnt ihr auch mit dem Abknien. Das linke Bein geht zuerst nach hinten. Ihr kniet auf dem linken Fuß ab, den rechten Fuß nach hinten. Setzt euch auf die Ferse in Sesa. Die Hände sind offen auf den Oberschenkeln. Es kommt das Kommando Mukso, so viel wie Stille. Ihr sitzt ruhig, atmet ruhig und versucht euch auf die Atmung, auf euren Körper zu konzentrieren und zu Hause zu lassen, was nicht ins Dojo, nicht ins Training gehört. Ihr atmet tief durch die Nase ein mit einem geraden Rücken und leise und lange durch den Mund aus mit einem geraden Rücken. So lange, bis der Lehrer oder Senpai sagt Mukso Yame, dann macht ihr die Augen auf. Dann kommen die drei Versprechen, die ihr auch im Sinne verstehen müsst. Shomeni Rei, das Versprechen nach vorne. Vorne im Dojo hängen die Bilder der Ahnen. Diejenigen, die die Kunst entwickelt haben, weitergegeben haben an mich, trainiert haben, immer etwas dazugegeben haben, um das Wissen bis zu unserer Schule, unserem Dojo zu bringen. Diese Arbeit, diese Mühe, die wollen wir respektieren und wir versprechen, dass wir ehrenvoll mit diesem Wissen, mit dieser Arbeit umgehen. Das ist das erste Versprechen. Mit Karate nicht Blödsinn machen, sondern mit Karate vor respektvoll, ehrenvoll umgehen. Shomeni
Ren. Linke Hand nach vorne, rechte Hand nach vorne, verbeugen, Us. Auch wieder mindestens so lange wie der Lehrer. Rechte Hand zurück auf den Oberschenkel, linke Hand zurück auf den Oberschenkel. Zweites Versprechen, Senseni-Ren. Das Versprechen, dem Lehrer und auch den Senpai, den Assistenten und Helfern gegenüber, sie zu respektieren. Dankbar damit umzugehen, dass sie das Wissen mit euch teilen. Der Lehrer oder Senpai verspricht auch, mit euch respektvoll umzugehen, zu versuchen, ein guter Lehrer zu sein. Senten, rei. Aus, linke Hand, rechte Hand, rechte Hand, linke Hand. Das dritte Versprechen, Ottagai sind die Übenden, dient dem Versprechen euren Mitschülern zu eurer Rechten und Linken, dass ihr respektvoll miteinander umgeht, euch gegenseitig helft, dabei besser zu werden. Ottagai, rei, linke Hand, rechte Hand, verbeugen, Bus, mindestens so lang wie der Lehrer. Rechte Hand, linke Hand. Warten, bis der Lehrer aufsteht. Rechtes Bein zuerst, linkes Bein zuerst. Der Reihe nach, von den höheren Gürteln bis zu euch, wenn ihr in der Reihe seid, rechtes Bein, linkes Bein. Zügig, aber ordentlich, respektvoll und leise aufstehen. Wenn alle bereit sind, verbeugen dem Lehrer, rechts. Das ist die Begrüßung und die Verabschiedung. Die müsst ihr zeremoniell durchführen können und wissen, wie es geht und den Sinn dahinter verstehen, die Versprechen, den Sinn des Karate verstehen, dass ihr damit ordentlich umgeht, dass Karate dafür da ist, um euch zu entwickeln, um eure Kraft zu entwickeln, um Spaß zu haben, um gesund zu sein, um euch zu verteidigen, aber nicht, um Blödsinn damit zu machen oder jemanden damit anzugreifen. Falls ihr zu spät kommen solltet zum Training, ich weiß, das Training beginnt pünktlich und ich weiß, es kann manchmal passieren, dann kommt ihr auch in den Dojo, verbeugt euch bei der Tür, tretet den Schritt ein, verbeugt euch zum Lehrer, geht bei uns im Dojo auf die Holzfläche, an den Rand der Holzfläche und kniet genauso, wie es gerade erklärt worden ist, im César ab. Auch wenn das Training schon viel weiter ist, auch wenn sie sich schon aufwärmen oder schon Grundtechniken üben. Ihr kniet euch ab und wartet, bis der Lehrer oder Senpai von euch auf euch aufmerksam wird. Je nachdem, wie spät ihr kommt, dürft ihr 1-2 Minuten in Sesa sitzen und atmen, bis der Lehrer zu euch kommt und sich verbeugt. Dann verbeugt ihr euch vor dem Lehrer. Je nachdem, wie spät ihr seid, wird es Liegestützen geben. 10, 20, 30 Liegestützen, eurem Gürtel entsprechend. Das dient dazu, eure Muskeln stärker zu machen. Denkt immer daran, alle, die bereits trainieren, haben bestimmt schon Liegestützen gemacht. Dann steht ihr auf, verbeugt euch wieder und kriegt einen Platz zugeteilt und macht den Training mit. Das ist zum Beispiel eines der wichtigen Versprechen. Am Ende des Trainings geht dieselbe Verabschiedung wie bei der Begrüßung. In einer Linie verbeugen, das Abknien von oben nach unten in der Gürtelreihenfolge. Abschließendes Verbeugen. Nach dem Training, nach dem Verabschieden in einer Linie, geht ihr zu den Assistenten und zu den Lehrern und verabschiedet euch vom Lehrer persönlich. Was noch zu besprechen ist, kann kurz besprochen werden. Danach geht ihr zur Tür, dreht euch noch einmal zum Raum um, verbeugt euch zum Raum. Danke, dass ich in diesem Raum üben durfte. Ich durfte ihn ordentlich und sauber betreten. Ich hinterlasse ihn sauber und ordentlich. Und dann verlasst ihr die Halle. Ihr geht natürlich mit den Räumlichkeiten des Dojos, den Umkleiden, respektvoll um und achtsam. Karate beginnt und endet mit Ren, mit Höflichkeit, Respekt und Achtsamkeit. Das